Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Donnerstag, dem 26.03. Wir dürfen eine Distanz zurücklegen und dabei ist es egal, ob ihr das zu Fuß oder mit dem Pferd macht oder, glaube ich, mit der Kutsche und dem Eisenbahnvehikel dürfte das auch funktionieren. Wir dürfen Forellenbarsche fangen, 3 Stück. Fort Mercer darf besucht werden, Gesichtszüge dürfen beim Barbier geändert werden, Spieler in Freeroom Events mit einem Gewehr getötet, 3 Stück ist easy, Verstecke ausgeräumt, 2 Stück ist nicht so easy, von einem Pferd zum anderen gesprungen ist wieder easy. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir heute wieder Pfeilspitzen und Familienerbstücke suchen, dazu benutzt ihr bitte die Karte von Gene Robke, ansonsten ist natürlich alles heute ein bisschen auf Fun ausgelegt hier. Wir dürfen 2 Minuten mit der Band spielen, dann dürfen wir noch im Schwarzbrenner Saloon 2 Minuten tanzen und das auch 2-mal. Und wir dürfen etliche Sachen mit Zielpersonen machen. Wir dürfen sie mit einem verstärkten Lasso fesseln und wir dürfen Zielpersonen vom Pferd aus mit dem Lasso fangen. Und wenn wir das schon gemacht haben, dann dürfen wir die Personen auch noch plündern. Also für jede Menge Fun ist gesorgt bei den rollenspezifischen Aufgaben. Um einen Forellenbarsch fangen zu können, ist es erstmal wichtig, Forellenbarsch richtig zu artikulieren. Und zwar liegt beim Forellenbarsch immer die Betonung auf dem B, weil ihr müsst bedenken, da kommt was ganz anderes raus, wenn ihr das B mal weglassen solltet. Ansonsten dürft ihr den Forellenbarsch mit Grillenköder fangen. Darauf steht er besonders, aber ihr könnt natürlich auch Brot benutzen. Wer kein Brot hat, dem empfehle ich alte Socken, müssen aber 5 Tage getragen sein, sonst beißt der Forellenbarsch nicht an. Die erste Location hier, Bart's Crossing, habt ihr schon erkannt, ist easy. Und südlich von Bart's Crossing habe ich auch schon den Forellenbarsch. Okay, müssen wir schon hier bei der Sache bleiben. Okay, ich bleibe jetzt mal wieder ernst. Und zwar suchen wir jetzt mal die Seetauchereier auf. Die waren nämlich in der Nähe von dem Forellenbarsch, der dort hier bei Bart's Crossing zu fangen wäre. Wenn ihr wollt, könnt ihr das so schön kombinieren. Aber ich habe ja noch andere Location für euch. Und zwar steckt er sich da gerade einen Forellenbarsch in die Tasche. Und zwar ist das hier bei Stillwater Creek in der Nähe von Thieves Landing. Dort könnt ihr auch den Forellenbarsch erwischen. Also das ist dann östlich von Valentine und hier am San Luis River in der Nähe vom Lake Don Julio. Dort, wo gestern der Schwarzbarsch war und dort, wo die eine Insel ist, könnt ihr auch noch den Forellenbarsch erwischen. Und jetzt kommen wir zum Gesichtszüge verändern. Und bei den Gesichtszügen verändern haben wir heute mal was ganz anderes gemacht. Und zwar werden jetzt vielleicht bloß die Österreicher verstehen, aber wir haben heute mal gepudert. Und das nicht nur heute, die ganze letzte Woche. Und kann ich nur jedem empfehlen, macht mal den Kopf frei. Und in der Corona-Krise ist das wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also gepudert. Und bei den Männern muss man jetzt nichts mit der Schminke machen. Da könnt ihr dann auch mal was mit dem Bart machen. Also Männer geht nicht Schminke, geht auch nicht Frisur. Bei Frauen geht auch nicht Frisur. Wir machen bei den Männern was mit Bart. Und dann, wer jetzt nicht so auf Pudern steht, der kann jetzt mal jemand anders hinten drauf springen. Ist jetzt auch Ansichtssache, aber das brauchen wir heute eh fürs... Ich kann nicht mehr. Wir brauchen das für die tägliche Herausforderung. Okay, okay. Kontenance. Leute, Fort Mercer liegt hier. Und ich bin nüchtern, ja. Früh morgens um 8. Aber egal. Nee, ist heute bloß so ein lustiger Tag. Und bei Fort Mercer findet ihr auch noch eine Pfeilspitze. Und die dürfte da auch mal auskramen, weil wir brauchen ja heute Pfeilspitzen. Also hier mit Blick auf Fort Mercer die Pfeilspitze exklusiv für euch.
Dort oben auf der Anhöhe findet ihr eine Pfeilspitze. Und wer noch mehr Pfeilspitzen braucht, habe ich mal geschaut. Hier Blackwater wäre hier so eine Gegend zwischen Blackwater und Armadillo. Pfeilspitzen und Familienerbstücke könnt ihr da absolut abgreifen. Und ich habe euch heute keine Bannenverstecke mit reingenommen, weil weiß ja eh jeder, wo irgendwie Bannenverstecken ist. Aber ihr könnt in der Playlist natürlich 3 Videos finden, wo Bannenverstecke drin sind. Und ihr seht schon 20 Location, Leute, da ist für jeden was dabei. Und teilweise auch mit Uhrzeit und pudert ordentlich. Und ich sag ciao für heute.